Wir melden uns schon wieder mit einer altbekannten Map zurück, die wir ein bisschen aufgepeppt haben, und zwar ist das Bad Race, nicht Pathfinder. Und zwar haben wir ein paar Verbesserungen eingebaut und ein paar Mini-Features, würde ich sie eher nennen. Zum einen haben wir, oder besser gesagt, ich habe mir die Mühe gemacht, das hier mal aufzuräumen, damit es ein bisschen unproblematischer erweitert werden kann. Also es ist jetzt alles ähnlich wie bei der letzten Map, allerdings jedes Modul auf seiner eigenen Etage. Und wir haben einige Features hier eingebaut, die die Map-Erstellung betreffen. Und zwar kann man einmal die Schwierigkeit einstellen. Das regelt die Länge der Blöcke, auf denen man entlang, also diese, wie sagt man denn, Stege, keine Ahnung, der Zapfen, wo man drauf rumläuft. Also easy ist so, wie es in der alten Version immer war. Da sind die 5 lang, bei Medium sind sie 4 lang und bei Hard sind sie 3 lang. Nein, 3. Und man kann die Länge einstellen. Und zwar ist Short ist ein Checkpoint kürzer als bei der alten Version, Medium ist ein Checkpoint länger als bei der alten Version und Long ist 3 Checkpoints länger als bei der alten Version. Wir haben im letzten Video das Ganze falsch gesagt. Und zwar war in der alten Version waren es 4 Checkpoints. Ja, inklusive Start und inklusive Ende. Start und Ziel. Also man ist quasi zwischen man hat 3x40 Generationsschritte gehabt. Und hier sind es jetzt eben 2x40, 4x40 und 6x40 sozusagen. Und so in Zeiten ist es ungefähr 30 Sekunden, eine Minute 30 auf leicht. Auf mittel und schwer ist es halt dementsprechend ein wenig länger. Kommt halt drauf an, ob man es auf Anhieb schafft. Ja. Auf Anhieb tendenziell kürzer, wenn man es oft verkackt, tendenziell länger. Ach was. Und ich hätte gesagt, wir erstellen mal für eine kleine Testrunde eine lange und eine schwere Map, damit wir hier auch ein bisschen Herausforderungen haben. Ja, ihr habt gesehen, es dauert eine Weile bei lang. Ist ja praktisch fast doppelt so lang wie auf der alten Map. Und es hat jetzt alles sehr gut funktioniert. Also wir spielen übrigens im Snapshot, das haben wir letztes Mal gar nicht erwähnt, 29b. Seitdem funktioniert das Reloaden auch wieder ein bisschen besser bei mir. Das hat ja bei der 27 hat es bei mir gar nicht gut funktioniert. Und bevor ich jetzt lang rumrede, würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Also die Map funktioniert auch wirklich nur auf der im Seite Snapshot. Schon, ja, die funktioniert anders nicht. Schönes Ab 27 funktioniert sie. Weil da das mit dem Löschen dazugekommen ist. Wobei das trotzdem bugt. Also, was ist alles neu? Ihr seht schon, an der Seite ist ein Fail-Counter jetzt dazugekommen. Da zählen wir, wie oft die Kandidaten runtergefallen sind. Weil gerade hier auf einer schweren Map passiert es doch deutlich häufiger, wenn man sich nicht sehr viel Mühe gibt. Die Geschichte mit den Checkpoints ist eigentlich gleich geblieben. Was neu ist, ist, ich habe das Ganze ein bisschen, die Glocken ein bisschen nochmal schneller gestellt. Das heißt, scheiße, die reagiert jetzt schneller. Nein. Marginal. Und was auch neu ist, ist, dass die Zeit jetzt wirklich in Sekunden gemessen wird mit einer Nachkommastelle. Boah, das ruckelt gerade voll bei mir. Es scheint echt viel zu fordern durch das ganze Reloaden. Ja, aber ich bin uneinholbar weit hinten. Mein Raptor scheint zu gewinnen. Ah, sag sowas nicht. Ah, du bist auch gerade runtergefallen. Ja, ich bin dreimal fast vor dem nächsten Checkpoint runtergefallen. Ich glaube, mein Raptor hat... Oh, scheiße. Mein Raptor hat so gut wie gewonnen. Nee. Hier sieht man auf jeden Fall, dass die Sprünge auf schwer deutlich schwerer sind als bei der letzten Map. Falls ihr das wie... Alter, das gibt's doch nicht. Ich stelle mich gerade an wie noch was. Ich glaube, sogar Celestor ist inzwischen bei mir vorbeigezogen, weil ich schon viermal runtergefallen bin und er nur dreimal. Ja, ich bin aber relativ spät weil das nichts zu sagen hat, weil es kommt ja immer darauf an, wie weit weg man vom Checkpoint ist, wenn man runterfällt. Oh, wow. Wäre auch gerade ein Ruckler. Fuck, die Wand an, Alter. Scheiße, doch, das geht doch gar nicht. Oh, haben wir wieder einen schweren Sprung? Also wir hatten jetzt schon mal eine Map, wo ein Sprung dabei ist, der fast unmöglich war.
Aber er war möglich. Ich habe ihn geschafft. Celesto hat aufgegeben. Ja, nach 2 Minuten hinter Kikon. Nein. Dann soll er das dazu ist genau sagen, derselbe Sprung, glaube ich. Dass, wenn wirklich mal was Unmögliches dabei ist, kann oder muss man einfach die Map noch mal neu erstellen. Geht ja einfach, muss ich nur zurück. Scheiße, ich habe ihn geschafft und bin drüber hinausgesprungen. Nein! Den schaffe ich nie. Der ist aber machbar, ich habe ihn gerade geschafft. Welche denn? Auf Anhieb. Ich bin nur drüber hinaus. Ich bin auch gerade beim Untergefallen, aber ich weiß nicht, ob ihr... Ja, ich gehe mal davon aus. Scheiße! Fällst du immer da runter? Ich habe ihn schon wieder geschafft und bin runtergefallen danach. Ich führe immer noch die Fenster an. Oder doch nicht mehr. Also, teilt sie mir fast. Fuck. Also die Map ist auf jeden Fall, wie alle Jump'n'Run-Maps, frustrierend. Boah, das gibt's nicht. Irgendwann ist einfach die Luft raus, würde ich sagen. Nein, ey, scheiße, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Celesto hat's geschafft. Celesto gewinnt. Aber der war jetzt nicht so schwer. Wir hatten schon einen schwereren. Was, sonst hätte ich den nicht so schnell geschafft? Genau der gleiche, meiner Meinung nach. Nein, der geht nur einseitig, nicht zwei, oder? Na, ey, scheiße, ich schaffe jetzt noch nicht mal mehr die einfachsten Sprünge, ey. Ich glaube, ich gebe da noch auf. Der geht zweiseitig. Das ist genau der gleiche, den wir schon mal hatten. Ich habe den auf dem zweiten Mal geschafft oder so, weil ich bin auf einmal. Ja, ich habe ihn auf die ersten beiden Male geschafft. Nur danach habe ich versagt. Gucken wir mal an. Wo ist denn das hier? Nee, ey. Ah, ich habe es auch geschafft. Jetzt tatsächlich, nur nicht mehr runterfallen. Der geht zwei... Es ist der gleiche Sprung, nur dass der letzte Mal nach links ging. Vielleicht hat ihr das Probleme gemacht. Och ja, nee! Ich kann nämlich nur nach rechts und nicht nach links. Nee, andersrum. Doch, nur nach rechts und nicht nach links. War da ein Checkpoint? Ach, tatsächlich, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, da ist ganz knapp ich danach. Schon, ist ich dachte schon, ich müsste nochmal. Weil bei mir läuft es gerade nicht so gut. Ich hoffe, es ist im Video nicht störend zu sehen. Zweiter. Und nochmal runter. Nicht geschafft. Den schaffe ich nie im Leben. Ich probiere ihn gerade auch nochmal, aber der ist ganz schön... Ja, der ist ganz schön schwer, das kann ich bestätigen. Vor allem, ich weiß nicht, ich tue dann immer dazu neigen, drüber zu springen, wenn ich mich auf einen Sprung konzentriere, weil ich dann danach gleich nochmal springe aus Reflex. Oh. So, mal testen hier nochmal. Ja, eine Chance kriegt er noch, der Mann. Ich finde es krass, dass ich dir... Jetzt kannst du es auch noch zu Ende laufen. Da kommt jetzt gleich ein Checkpoint. Ja. Es kann nichts mehr schief. Aber ich finde es krass, dass ich davor irgendwie 20 Mal probiert habe und jetzt aufs zweite Mal geschafft habe, diesen schweren Sprung. Halt. Aber ich glaube, das ist so ziemlich das Schwerste, was kommt. Und hatten wir jetzt auch relativ selten. Den hatten wir zweimal bisher. Aber nichts Unmögliches. Ungefähr 5 oder 6 langen Maps, die wir generiert haben. Ich klick mal, okay. Sauber. Ja, zurück geht's wie immer mit Klick. Und ja. Eigentlich gibt's dazu nicht mehr viel zu sagen. Können wir kurz die anderen Spiele schauen? Löschen haben wir nochmal verbessert. Ob es besser funktioniert, ist die andere Frage. 3 Minuten. Hast du nicht gesagt 1,5 Minuten? 90. Ja, wir sind tatsächlich krass. Also mein Rekord auf der. Also wir sind, schau mal, wir sind gerade teilweise 10 Mal runtergefallen. Ja. Celesto hat vorhin beim Testen mal 0 Mal runtergefallen gehabt und hat dann irgendwie 103 Sekunden geschafft. 104 Sekunden. Also natürlich auf der für eine andere Map, die war, glaube ich, dann auch einfacher. Da war kein so schwerer Sprung dabei. Ja. Genau, ich könnte mal kurz zeigen, wie wir das mit den Schwierigkeitsgraden machen. Das ist so die untere Grenze. Und zwar sind es einfach 2 Scoreboards, die hier gespeichert werden. Wenn ich hier den Knopf drücke, wird quasi das Scoreboard, wo ist es, Difficulty, auf 2 gesetzt. Hier auf 3, hier auf 1 oder andersrum. Und das Ganze geht auf diesen Itemframe, der hier hängt. So, wenn man den wegschlägt, dann funktioniert die Map-Erstellung auch nicht mehr. Und gleichzeitig wird dann hier unten nochmal abgefragt, auf welchem Score der Itemframe steht. Und dann mache ich mir dann zunutze, dass quasi der Command-Block den Output behält, solange das ist. Und das tut dann quasi die Lampe leuchten lassen. Genau das gleiche hier drüben. Und das Ganze wird dann bei der Erstellung, die ist hier unten, folgendermaßen abgefragt. Es wird quasi nicht mehr direkt, sag mal, hier sind wir. Wird nicht mehr direkt die Blöcke gesetzt, sondern ich habe hier eine Abfrage. Test for Item Frame mit dieser Schwierigkeit. Und wenn die auf True ist, werden quasi diese hier ausgeführt. Hier ist dann für Difficulty 2 werden diese ausgeführt und hier für 1. Und da ist dann eben hier die Länge einfach unterschiedlich.
Also man könnte ihm noch mehr Schwierigkeitsgrade hinzufügen oder zum Beispiel auch andere Materialien wie Eis. Das wäre bestimmt auch nicht unlustig. Mhm. Und dass das Ganze funktioniert, muss man allerdings hier noch das verbinden. Und zwar eben habe ich hier dann wieder das Problem, was ich da oben zum Vorteil genutzt habe, dass der den Output behält, auch wenn der Strom weg ist. Und dadurch würde das einfach durchleuchten und nicht mehr pulsen. Und so pulst es dann quasi genau umgekehrt, als es pulst. Also genau umgekehrt, wie die Schleife gerade durchläuft. Genau, hier das Gleiche, das habe ich quasi bei allem invertiert, damit das wieder im Takt läuft. War eine sehr gute Idee von Mineraptor. Genau das Gleiche hier bei der Länge. Die Länge wird quasi auch hier festgestellt und dann habe ich für jede Länge quasi hier ein Limit. Limit 3, Limit 5 und Limit 7. Der Rest funktioniert eigentlich wie gehabt. Genauso beim Löschen funktioniert auch wie gehabt, nur dass es noch mehr Portschritte sind und noch mehr Wartezeit zwischen den Portschritten. Jo. Und jetzt haben wir nochmal Zeit, würde ich sagen. Wir zeigen nochmal das Löschen und erstellen nochmal eine kurze, einfache Map, dass ihr das auch mal gesehen habt. Da dürfte dann eine sehr gute Zeit drin sein. Bis gleich. So, sind alle wieder zurück, Celestor? Ich sehe mal wieder den Mineraptor. Ach, der ist im Spectator-Mode. Moment, ich muss mich noch porten. Und, also ich denke, die Erstellung lief ganz glatt. Das Löschen hat auch funktioniert. Wir haben extra mal geguckt da zwischendrin. Und ich würde sagen, wir starten einfach geil, mal. Im Spectator-Modus kannst du ja die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, das stimmt. Das ist echt? Sehr gut. Und man kann überall durchfliegen. Das heißt, du kannst irgendwo hängen bleiben. Speedstar! Hat nicht geklappt. Ich auch nicht. Also es ist jetzt, wie gesagt, kurz und einfach. Das heißt, es ist jetzt sehr nah an der alten Version. Wobei das Map-Make, also der Erstellungs... Zyklus, sag ich mal, ich habe den ja ein bisschen verändert und er scheint mir ein bisschen anders geworden zu sein dadurch, also ein bisschen wilder. Aber trotzdem sollte das jetzt eigentlich kein Problem darstellen und in guten 30 Sekunden zu schaffen sein, wenn man nicht runterfällt. Bei mir läuft es schon wieder. Kikon ist vorne, Nein! Ich musste F3A drücken. Das ist nervig, ne? Aber hier, und bei mir ist eben schon wieder passiert, Sekunden. Dass ich einfach so beim Geradeauslaufen aufgehört habe zu sprinten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Tja. Nervösen Shift-Finger. Shift? Wieso Shift? Weil du dann wirst du langsamer, wenn du Shift aus Versehen drückst. Ach so, nee. Ich drücke dauernd auf Steuerung. Also, hier sieht man jetzt mal, das haben wir vorhin gar nicht groß beachtet. Es ist jetzt, wie gesagt, in Sekunden. Allerdings, ist die Messung nicht genau auf die Zehntelsekunde, sondern auf 2 Zehntelsekunden. Also man kann nur gerade Zehntelsekunden erreichen. Wobei das auch irrelevant ist, weil eben die Glock, die das Ganze abfragt, 0,2 Sekunden braucht pro Check. Jo. Vielleicht sollte man noch sagen, wie lang das ist insgesamt von den Blöcken her. Ja, wie lang ist jetzt hier so eine Strecke? 500, Start ist bei 600. Also es sind jetzt gerade mal 100 lang. Ja. 100 pro Checkpoint. Oder? 100 pro Check, 50 pro Checkpoint. Das kann eigentlich gar nicht sein. Vielleicht täusche ich mich, warte mal. Achso, wir können ja eigentlich einfach hier mal drauf. Nee, ist bei 700 ist der Start, oder? Ja? Nein. Huch, 700 kommt hin. 700, ja doch, 700 ist ja, der Start. Ja, tatsächlich, also es sind 100 pro Checkpoint ungefähr. Circa, das heißt, ja. Man hat 200, 400 und 600 von der Länge her im Schnitt, sage ich mal. Genau. Ja, ihr könnt euch die Map natürlich downloaden. Wir würden uns freuen, wenn ihr es mal spielt. Vielleicht, wenn ihr mal zu viert seid. Wir sind leider nur zu dritt. Das heißt, wir konnten eigentlich nie testen, ob man auch Letzter werden kann. Also außer... Doch, wir haben es einmal getestet. Stimmt, wir haben es getestet, indem dann einer quasi zwei Plätze erreicht hat. Übrigens, was ich auch noch eingebaut habe, was uns letztes Mal passiert ist, sind ja zwei gleichzeitig ins Ziel gekommen, ne? Und der dann danach ins Ziel gekommen ist, weil ihr habt das ja ein bisschen rumprobiert, ist dann Zweiter geworden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also, nö, es waren zweimal gewonnen, wenn oder? Wenn jetzt zwei gewinnen, ist der Nächste, der dann ins Ziel kommt, Dritter, nicht mehr Zweiter. Ah, ach so, meinst auch du, dass natürlich zwei Zweiter werden? Ja. Wenn zwei Zweiter werden, hast du gehört, dass der Nächste der Letzte ist? Ja. Und wenn drei Erste sind und... dann ist der Nächste Letzte. Sehr gut. Ist ja optimal abgefangen. Weil ich hatte das letzte Mal bei der Siegbedingung quasi, hab das alles zusammengenommen und dann um eins hoch addiert. Jetzt hat jedes seinen eigenen Addierblock hier unten für das Ende. Das heißt, so viele wie ins Ziel kommen, so viel wird es auch hoch addiert. Auch wenn es im gleichen Tick passiert.
Hier übrigens die Glock mit nur 2 Ticks. Also 2 Redstone-Ticks wohlgemerkt. Nicht 2 Game-Ticks. Ja. Ach ja, das haben wir, glaube ich, letztes Mal nicht erzählt, wie die Zeitmessung funktioniert, oder? Kann sein. Und zwar ist es diese Redstone Clock. Hertz Clock. Sagt der Keycon. Das sagt der Sespling immer. Ja. Hertz. Und zwar funktioniert die ganz einfach so. 20 Hertz Clock. Auf der einen Seite wird Redstone gesetzt, wenn es aktiviert wird, und auf der anderen Seite wird Stein gesetzt. Und durch die Berechnungsreihenfolge ist es dann so, dass quasi die ganze Zeit schnell Stein und schnell Redstone gesetzt wird. Innerhalb desselben Game-Ticks. Innerhalb eines Game-Ticks. Das heißt, jedes Game-Tick werden die Command-Blöcke, die hier hinten sind, einmal ausgeführt, also 20 Mal pro Sekunde. Und wir machen hier nichts anderes als alle 4 Game-Ticks, also alle 0,2 Sekunden, zählen wir ein Zehntel um 2 hoch und so messen wir quasi die Zehntelsekunden. Und wenn wir quasi 9 Zehntel erreicht haben, ist der nächste Schritt dann eine Sekunde und die Zehntel werden wieder auf 0 gesetzt. Ja, das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Und wie das Ganze dann ausgegeben wird, hier bei den Siegblöcken, habe ich ja letztes Mal schon grob angerissen, eben mit den mit dem Tellrow-Befehl. Ja, gut. Ich denke, jetzt haben wir schon wieder lang genug geschwafelt. Wie gesagt, Download gibt's. Nächste Woche sehen wir uns am Mittwoch wieder. Hoffe ich doch. Und bis dahin viel Spaß. Servus. Ciao. Servus.